So. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen von E-Education bei diesem Parallel-Blog begrüßen. Schön, dass Sie in den Raum 5 gekommen sind. Wir starten mit dem Vortrag von Helmut Bauer. Helmut Bauer ist ein Kollege, der an der HAK in Salzburg arbeitet, und er wird uns jetzt alles aus der Kahoot zeigen, was man so im Unterricht gut verwenden kann. Lieber Helmut, du hast das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Margit. Ich muss vorausschicken, bei uns geht es drunter und drüber. Salzburg, wir wissen heute noch nicht, ob wir Montag in der Schule sind. Es ist spannend, aber wir lassen uns das natürlich nicht unterkriegen. Und ich darf euch ganz herzlich begrüßen bei meinem Kurzvortrag. Wir können das leider jetzt nur einigermaßen überfliegen, weil einfach die Zeit nicht reicht, um die Dinge jetzt auszuprobieren. Mir geht es darum, wie kann ich digital die Schüler motivieren im Unterricht mit einfachen Tools. Und da möchte ich euch einfach ein paar Ansätze zeigen, ein paar Inputs geben, die man theoretisch am Montag ausprobieren kann. Die ganze Präsentation gibt es ohnehin auf e-education. Ich habe auch diese Präsentation auch auf meine Webseite gestellt, powerpoint.com, zum Downloaden, zum unkomplizierten Download. Und dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht zu lange uns aufhalten. Es gibt einige allgemeine Tools, die ich euch zeigen möchte, und einige kollaborative Tools. Wir werden uns die kurz anschauen, und ich habe mit diesen Tools einfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Eines der ersten Tools, und ich sorge immer wieder für Aufmerksamkeit im Unterricht, wir kennen das Problem, es melden sich immer die gleichen Schüler, und es gibt mittlerweile zahlreiche verschiedene Zufallsgeneratoren für Namen. Ich habe mir diesen da ausgesucht, Wheels of Names. Ich habe einfach aus dem Web und ist die Namen da hineinkopiert. Das geht sehr, sehr schnell. Und wenn ich da draufklicke, einen Namen ausgewählt. Und der Vorteil ist jetzt, ich kann dann sagen, okay, Ihren bitte, ich kann den Namen entfernen, und beim nächsten Mal kommt garantiert ein anderer dran. Ich bin mir jetzt nicht sicher, habt ihr denn die Musik jetzt gehört? Ja, okay. Also dieses kleine Tool, Online-Tool, ich brauche mich nicht mehr anmelden, sorgt immer für Verwunderung und Aufmerksamkeit, und es kann sich kein Schüler mehr zurücklehnen. Ich setze es jetzt in diesem Schuljahr sehr intensiv ein. Es gibt verschiedene Musikrichtungen. Ich kann das sehr empfehlen. Das zweite werden die meisten wahrscheinlich kennen. Das ist der Classroom Screen. Der ist jetzt wieder erweitert worden mit einigen Funktionen. Wer den Classroom Screen nicht kennt, ich habe da zum Beispiel den Timer. Der ist bei Schularbeiten-Tests ganz praktisch, den ich dann einfach die letzten 10 Minuten zum Beispiel laufen lasse, damit einfach klar ist, wann es vorbei ist. Ich habe seither keine Diskussionen mehr um Verlängerung. Die Ampel mit Verbindung mit Mikrofon ist zwar etwas kindisch, aber ich kann zumindest visualisieren, dass es zu laut ist. Und ich kann auch die Dezibel da einstellen. Ich habe dann natürlich einen Freitext, wo ich zum Beispiel jetzt die Übung eingebe, Übung 6.2. Machen wir jetzt, und Ende ist dann halt irgendwo. Also es ist dann einfach an der Tafel eingeblendet, dass einfach klar ist, was der Arbeitsauftrag zum Beispiel ist. Wenn die Schüler auf Webseiten gehen, kann ich auf die Schnelle einen QR-Code erzeugen, und das ist speziell bei längeren URLs sehr, sehr praktisch und funktioniert sehr gut. Es ist die Lautstärke für ein, das mache ich jetzt nicht, das wäre für die Lautstärkenampel. Ich habe dann Würfel, wenn ich immer irgendwas zufällig wieder brauche. Und das Gleiche geht auch da mit dem Zufallsgenerator, ein bisschen unspektakulärer, aber auch da habe ich einen Zufallsgenerator dabei. Und der Vorteil ist jetzt bei dieser neuen Version, wenn ich mich anmelde, die Basisversion ist ohnehin gratis,
kann ich zum Beispiel Gruppen automatisch erstellen lassen. Also ich sage, ich möchte 2 Gruppen mit 4 Leuten oder umgekehrt, je nachdem. Und wir lassen dann einfach einmal den Zufallsgenerator sprechen und ich habe dann eine Gruppeneinteilung, wo nicht automatisch immer die Nachbarn beieinander sitzen. Und so einem System wird einfach erfahrungsgemäß mehr vertraut, als wenn ich jetzt sage, Hansi und Carmen, ihr zwei sitzt euch jetzt zusammen, dann habe ich die Diskussion, wir mögen uns nicht oder was immer. Ja, Umfragen auf die Schnelle. Würde jetzt allerdings in der Basisversion nur gehen, wenn ich ein Smartboard habe oder ich lasse ein Tablet durchgehen, weil einfach dann die Schüler auf die einzelnen Buttons klicken können. Bei der Premium-Version könnte man das dann auch über die Entfernung machen, dass die praktisch sich mit ihrem Device einloggen und ein Urteil abgeben. Das wäre also jetzt eine Möglichkeit, eben zum Beispiel einen Eindruck von einer Seite einzuholen. Ja, ich habe dann auf meiner Webseite WeTransfer und Point-to-Fix. Also das waren jetzt die zwei, die wir uns jetzt kurz angeschaut haben. Den Point-to-Fix, der ist relativ unbekannt, ganz ein einfaches Tool. Und ich möchte einfach nur herzeigen, weil ich den sehr oft hernehme. Den Point-to-Fix kann ich mir auf einem virtuellen Laufwerk installieren. Doppelklick und ich habe dann oben so ein kleines Kasterl. Ja, man sieht, wenn ich das jetzt aufklappe, dann habe ich die Möglichkeit eben da herumzustreichen, irgendwas zu verdeutlichen und auch was dazu zu schreiben und zum Beispiel immer auf einmal bei irgendwelchen Übungen abzuhaken und sagen, das machen wir jetzt noch und ja, vergrößern, verkleinern und am Ende kann ich die Seite dann auch einfrieren. Also die ist eingefroren und ich kann es auch abspeichern als Bild und könnte da wieder weiterarbeiten. Das ist jetzt speziell auf Webseiten interessant, wo ich sage, das ist jetzt wichtig, dort setze ich meinen Pfeil her und einfach ein ganz einfaches Tool, wo ich einfach nur diese Point-to-Fix-Datei auf einen Stick, auf ein Laufwerk installiere. Installieren ist übertrieben, ich habe es noch drauf kopiert und schon kann ich da mit dem Monitor wunderbar visualisieren und einfach mehr machen als nur standardmäßig. Das wäre also der Point-to-Fix zum Beispiel. Jetzt kommen wir zu den kollaborativen Tools. Einfach interessant, Rückmeldungen über Endgeräte einzusammeln. Und das ist mittlerweile ja sehr, sehr beliebt. Natürlich kann ich die Schüler aufzeigen lassen, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel einmal ankündige Handys heraus und wir machen eine Rückmeldung über das Handy. Das ist immer oder erfahrungsgemäß meistens etwas motivierender. Ich möchte das einfachste Tool herzeigen, das ist Answer Garden. Das ist erzeugt eine Word-Wolke. Ich brauche nur sagen, ich brauche mich nicht mehr anmelden. Wenn ich sage Testumfrage zum Beispiel, Classroom, Länge der Antworten, einige Einstellungen, die brauchen wir nicht so genau festhalten jetzt und dann auf Create. Dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich auf diese Seite gehe, da gibt es keinen QR-Code, aber es gibt ja noch die Adresse mit dieser Nummer, dann kann jeder da was hineinschreiben und es sammelt sich dann eben einfach nach Größe der Antworten entsprechend wieder eine Wolke erzeugt. Wenn zum Beispiel etwas öfter kommt, dann wird das Ganze größer. Also das kann ich sehr, sehr unkompliziert einsetzen, ohne Anmeldung ansagarten.ch. Der Nachteil ist natürlich, ich habe eine Wolke am Ende. Der Vorteil ist, es ist gratis. Tweetback ist eine Möglichkeit, da kann ich am Ende auch noch Likes abgeben. Wenn wir jetzt mal überspringen, wenn wir einfach keine Zeit haben. Flinger möchte ich ein bisschen ausführlicher zeigen. Ein finnisches Tool. Flinger FI schaut so aus. Da ist es natürlich sinnvoll, dass wir uns anmelden. Also ich bin da jetzt angemeldet. Sagt dann Create Session. Es ist wirklich sehr einfach. E-Education 2021. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte wissen, Tools im Unterrichtseinsatz, dann wäre das einmal eine erste Gruppierung.
Dann welche Geräte, Fragezeichen, wäre die zweite Gruppierung. Also es ist jetzt ähnlich wie bei einem Post-it-System. Und jetzt würdet ihr ins Spiel kommen. Also wer Lust hat, kann es jetzt probieren. Mit diesem QR-Code könnt ihr jetzt am Handy eine Rückmeldung geben. Und ihr schreibt es dann einfach oben eine Nachricht hinein und senden, und dann sollte da drinnen entsprechend was auftauchen. Und ich mache das selber jetzt mal schnell. So. So. Also ihr habt dieses Bild für euch und gebt einfach oben einen Text ein, also zum Beispiel Tools, wenn ihr mit Padlet arbeitet und irgendeine Farbe oder irgendeine Form, und dann einfach auf Senden, genau. Und jetzt ist es bereits so wie bei den Schülern, da gibt es jetzt ein paar Schüler, die fuchteln heute jetzt ganz wild herum. Ja. Also das ist natürlich mühsam, weil ein paar Kindsköpfe haben wir immer dabei. Das habe ich am Anfang auch übersehen gehabt. Und da gibt es Gott sei Dank jetzt eine tolle Einstellung, nämlich da unten Session Rules. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, die Teilnehmer können nur das eigene kontrollieren und ich kann den Rest kontrollieren. Und das hat sich wirklich bewährt, dass man da was einstellt, oder ich sperre alle und wir gruppieren das dann gemeinsam, dass wirklich einfach meine oben bleiben. Und es ist ebenfalls ein sehr, sehr einfaches Tool. Ich habe mir aufgeschrieben, 5, glaube ich, sind gratis. Also es ist nach wie vor, funktioniert es sehr gut. Und wichtig einfach da diese Sperre mit den Session Rules. Und das Ganze mit der Anmeldung kann ich dann auch kopieren und exportieren, und damit kann ich das theoretisch in der nächsten Einheit wieder weiter bearbeiten, und ist ein sehr, sehr einfaches Tool zum Einholen von Meinungen und so weiter. Ja, Padlet kennen wahrscheinlich die meisten. Ich möchte euch nur kurz zeigen, wozu sie verwende. Ich lasse also jetzt viel auch im Buch arbeiten und lasse dann aber die Schüler mit Fotos einfach die Lösung auf das Padlet schicken. Da zum Beispiel Buchungstrainer Hack haben wir mal gemacht. Die Schüler haben eine Aufgabe am Handy gemacht. Das Ergebnis, die letzte Seite in dieser App, hat dann jeder vor sich gehabt, und dann einfach mit Screenshot schickt man es an die Tafel. Und ich habe am Ende die Ergebnisse gehabt, habe gesehen, wie viel jeder zusammengebracht hat, wie viel richtige und wie viel falsche. Und interessanterweise motiviert es die Schüler doch ziemlich, wenn man sagt, am Ende Foto mit Handy dann auf eine gemeinsame Plattform. Padlet geht auch sehr leicht. Ich muss mich einmal an, und wenn ich dann auf Teilen gehe, kann ich ebenfalls dann den Schülern wieder einen QR-Code geben. Und es zeigt jetzt nicht aus, weil die meisten werden wahrscheinlich das eh kennen, aber ich arbeite halt viel mit Lösungen, das man dann halt fotografieren und schicken. 5 Padlets sind meines Wissens frei. Reicht normalerweise, weil ich meine, im Grunde brauche ich das nicht länger, und ich kann dann eben weiter das wiederverwenden. Sokrativ ebenfalls mit Quizzes und so weiter, das ist eines der bekannteren, das sparen wir uns jetzt, mal ist Zeit. Blickers hat insofern einen sehr, sehr überraschenden Touch, weil die Schüler mitmachen können ohne ein Endgerät, ein digitales. Ich habe bei meinen Vorträgen auf der BH, machen wir das halt in Ruhe durch. Es ist so, bei Blickers habe ich auf meinem Handy eine App und hole die Ergebnisse der Schüler über diese Codes ein. Also diese Codes schauen so aus, jeder Schüler bekommt einen individuellen Ausdruck, und jedes dieser Ausdrucke hat 4 Seiten. Das heißt,
Man sieht es jetzt wahrscheinlich schlecht, aber oben steht jetzt zum Beispiel D, A und so weiter. Also wenn der Schüler jetzt sagt, die Antwort A ist richtig, dann halten wir das in die Kamera und ich scanne mit meiner App seine Antwort und habe sofort am Beamer, wie vorher seinen Namen eingeben habe, die Antwort, ob das Ding richtig oder falsch ist, was er gemacht hat. Es ist etwas aufwendiger, weil man natürlich diese Dinger da ausdrucken muss, zerschneiden muss für alle Schüler. Aber es hat einen sehr überraschenden Touch, einfach weil der Schüler kein Handy braucht für eine Antwort. Und ich muss natürlich das Quiz einmal vorbereiten. Also ich habe da ein Quiz mit 10 Fragen, jeweils 4 Antworten und der Schüler hält mir halt je nachdem, was er meint, was richtig ist, seine Zettel da in die Kamera. Jeder dieser Codes hat eine Nummer, also da steht zum Beispiel Nummer 2 und ich habe eingegeben Schüler 2, das ist der Maxi Meier. Und damit weiß ich, wie viel der dann am Ende richtig oder falsch gemacht hat. Also wer ein bisschen Zeit hat, es ist überraschend, es funktioniert sehr gut. Und das Ding heißt blickcast.com. Ja, Wakelet, interessant. Auf jeden Fall, ebenfalls zum Sammeln von Meinungen. Wenig Zeit. Schauen wir uns kurz Anku an. Eher unbekannt, ist aber interessant, weil ich finde es irgendwie sehr, sehr originell. Ich habe da 4, 5 Möglichkeiten und interessant erscheint mir da diese Evaluationszielscheibe, einfach weil es ein bisschen was anders ist. Ich kann da 4 Antworten eingeben, also zum Beispiel am Ende der Stunde, ich kann aber auch Abfragen machen, sage dann erstellen. Der Schüler, oder ihr könnt es jetzt kurz probieren bitte, mit diesem QR-Code könnt ihr auf diese Zielscheibe gehen und dann die 4 Fragen von 1 bis 10 beantworten. Und das Ergebnis ist einfach interessant, weil wir dann eben auf einer Zielscheibe visualisiert haben, in welche Richtung die Antworten gehen. Also ich mache das jetzt selber nochmal schnell mit. So. Also auch, ich gebe jetzt mal irgendwas her, absenden. Und ja, jetzt sehen wir es eh schon, ein paar haben schon geantwortet, dankenswerterweise. Es ist interessant, dass ich erkenne den Vorteil des heute erarbeiteten Vorgehens. 7,33 von 10. Ich muss Ihnen natürlich sagen, aber 10 ist irgendwie logisch, dass das Beste ist. Ich kann das Gelernte sicher anwenden und so weiter. Also ich finde es sehr originell und man kann es natürlich auch theoretisch machen bei normalen Fragen, wenn ich einfach Antworten haben will mit 4 Antworten. Und das wäre also auch eine Möglichkeit, eher unbekannt mit dieser Adresse. Wordwall.net, das wäre das Letzte, was ich jetzt noch herzeige, weil es eben auch von der Grafik und vom Design her, ups, da bin ich jetzt falsch, Wordwall heißt das Ding. Man kann also sehr einfach ein Quiz machen mit jeweils 4 Antworten. Und das Programm wandelt das Ganze in sehr aufwendige Layouts um. Also Beispiel Buchhaltung Einstieg, Quiz Show. Ich habe nur die Fragen und die Antworten gemacht und das Ding ermöglicht mir jetzt diese aufwendige Grafik. Also zum Beispiel, wo findest du Gegenüberstellung aktiver, passiver Bilanz? Und also das wird sehr, sehr aufwendig gemacht. Spannend finde ich ja zum Beispiel den Backman, die älteren des Semester kennen das Ding noch. Auch das ist jetzt einfach nur meine Frage. Steht im Aktiver der Bilanz? Und ich muss mir jetzt überlegen, was ist das? Es ist Vermögen. Also lasse ich das Ding halt einmal da herfahren. Und versuche halt jetzt da hineinzufahren, da oben. Und ups. Und die Schüler merken halt gar nicht, dass eigentlich jetzt eine Buchhaltungsfrage war. Ich habe nur die Fragen und 4 Antworten gegeben. Und automatisch ist das Ding draus gemacht worden. Und ich habe da diese Möglichkeiten, ich habe sogar noch ein paar mehr. Und sehr interessant, ich gebe zu, man braucht ein bisschen natürlich Zeit. Ja, Margit, ich glaube, die 5 Minuten sind schon erreicht, gell? Ja, du hast eine Punktlandung hingelegt. Den Rest würde ich empfehlen, schaut sich bitte selber durch. Es sind ein paar, die mir persönlich gut vorkommen, ein paar Alternativen zu Doodle.
Explain Everything, sind ein paar Videos und Audios. Und ganz am Ende, am vorletzten Seite, gibt es immer die Top 200, wo die ganzen Sachen alle drinstehen. Und sollte es jetzt einen Lockdown geben, dieser Herr hat ein super spektakuläres Padlet gemacht, wie man den Videokonferenz sehr, sehr spannend machen kann. Irrsinnig viele Tools, wie kann ich Startaufgabe machen und so weiter. Also das Ding kann ich wirklich empfehlen. Der Herr P, glaube ich, heißt er, oder Herr G. Ich habe nicht gefunden, wer das ist, aber er ist sehr spannend. Gut, Marc, übergebe. Ja. Dankeschön. Ja, wunderbar. Danke für deinen wirklich inspirativen Überblick über die Tools. Ich habe da eine Frage im Chat. Und zwar, ist der Point-to-Fix auch für Macs verfügbar? Ich glaube, er funktioniert im Mac nicht. Ich habe auf meinem MacBook das vor längerer Zeit schon mal probiert. Mir kommt vor, dass ich es nicht zusammengebracht habe. Okay, danke. Gibt es noch weitere Fragen vielleicht im Chat? Na, du hast das recht übersichtlich, glaube ich, angegangen. Wir können noch ein bisschen nützen. Vielleicht ein kurzer Hinweis. Wir werden natürlich auch diese Links zu den Präsentationen in die Nachlese geben. Also wenn auf der e-Education-Seite die Ressourcen und die Downloads aufgerufen werden, da findet sich dann die Übersicht über alle Keynote-Aufnahmen oder überhaupt über die Aufnahmen und natürlich auch über die Links zu den Präsentationen. Wie gesagt, der Helmut hat das jetzt auf seine Website gestellt. Das heißt, das ist auch sofort dort verfügbar. Und das Padlet, ja, hoffentlich brauchen wir es nicht sehr lang. Aber es wird sich herausstellen, dass da vielleicht doch ein bisschen Hilfe über diese Tools möglich ist. Und ich denke mir, dass man da sehr viel verwerten kann von deinem, ja, da ist eine Rückmeldung. Danke für den schönen Überblick. Als HAAG-Kollege natürlich spannend, was es da auch fachlich für Perspektiven geht, neben den Tool-Einführungen. Das hast du ein bisschen anklingen lassen. Ich danke dir für den tollen Vortrag. Ich bitte ja, dich jetzt, die Bildschirmteilung wieder aufzuheben, bitte. Und wir haben jetzt eine kurze Pause, wo ich dann versuche, den nächsten Referenten hereinzuholen. Dankeschön, lieber Helmut. Danke, Margit. Ich wünsche euch noch einen schönen Vormittag. Ja, schönen Vormittag in Salzburg. Viertel. Tschüss.